Hoi und herzlich willkommen zu diesen Kurzvideos, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, um Gott zu entdecken. Innerhalb weniger Minuten werden wir grosse Fragen stellen und wertvolle Schätze ausgraben. Es soll dich dazu anspornen, nachzudenken. Und es soll dich ermutigen, um weiter zu graben und noch mehr zu erfahren von unserem grossen Gott. Wenn du deine News-App aufschlägst oder die Zeitung liest, dann kommt dir wahrscheinlich eine Welle entgegen von Sachen, die du gar nicht möchtest lesen. Leid, Angst oder Sorgen beeinflussen unser Leben und unseren Alltag. Neben ganz vielem Schönen, das wir erleben und sehen dürfen, gibt es auch viel Leid in dieser Welt, aber auch bei uns in unserem ganz persönlichen Leben. Der Shakespeare hat mal gesagt, an jedem neuen Morgen heulen neue Witwen, weinen neue Waisen, neue Sorgen schlagen dem Himmel ins Gesicht. Das Leiden in unserer Welt, in unserem Leben ist gross und vielfach sieht es auch sinnlos aus. Und wir fragen uns dann nach der Ursache des Leiden, nach dem Schuldigen, der dahinter steht. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie wir dem Leiden in dieser Welt, in unserem Leben begegnen. Das Erste ist, ja, es ist alles Zufall und genetisch bedingt. Es gibt keinen Gott und wir sind irgendwie Opfer von unseren Umständen. Das Zweite ist, ja, es gibt einen Gott, aber er ist begrenzt in seiner Macht. Wir müssen irgendwie selber schauen, dass wir den Karren ziehen können. Das Dritte ist, wir fragen uns, warum gibt es Leid? Die ersten zwei Möglichkeiten zeigen uns eine Verdrängung oder eine Skepsis. Die dritte Möglichkeit stellt offen und ehrlich Fragen. Ja, warum, Gott, lässt du das Leid alles zu? Und wenn ich das Leid anschaue, gibt es denn überhaupt einen Gott? Genau mit so Fragen beschäftigt sich das Buch, das du gerne darfst lesen und dich weiter vertiefen in das Thema. Aber auch die Bibel redet von dem Thema Leid. Und es dreht sich immer wieder um den Punkt herum, wer ist denn schuld an dem Leid, das wir erleben. In den vorgängigen Videos haben wir zusammen entdeckt, dass Gott alles geschaffen hat. Und er hat auch dich und mich geschaffen. Er hat uns Menschen als sein Gegenüber erschaffen. Nicht als Roboter, sondern als sein Gegenüber mit einem freien Willen. Wir dürfen eigene Entscheidungen treffen in unserem Leben, in unserem Alltag. Und seit jeher haben die Menschen die Entscheidungsfreiheit dazu benutzt, sich gegen Gott zu entscheiden. Wir brauchen dich nicht, wir wollen unser eigenes Königreich machen. Wir schaffen es selber. Jetzt kannst du sagen, ja, also das Leid kommt ja von grossen Machthabern in dieser Welt. Von diesen Personen vor allem, die viel Einfluss haben. Die müssen doch etwas gegen das Leid in dieser Welt tun. Ich sage dir auch du und ich. Auch wir sind Machthaber in unseren eigenen kleinen Königreichen. Und tagtäglich entscheiden wir uns für Sachen und wie wir unser Leben leben, wie wir unserem Nächsten begegnen. Und das machen wir oft durch einen Egoismus und durch eine Selbstgerechtigkeit. Und so ist die Welt und ist unser eigenes Leben immer mehr getrennt von Gott. Es gibt einen unglaublich grossen und tiefen Gap zwischen uns und Gott. Zwischen dem, was Gott mal geschaffen hat und so, wie es muss sein, und zwischen dem, was wir machen möchten, wo wir entscheiden, wo wir unseren eigenen freien Willen durchboxen. Und doch setzen wir Gott immer wieder auf die Anklagebank. Ja, warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum schreitest du nicht ein? Und Gott setzt zu seiner Verteidigungsrede an und sagt, hey, ich nehme alle Schuld auf mich. Und ich möchte aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 18 lesen. Dort steht,
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Wir entdecken da, eigentlich sind wir auf dieser Anklagebank. Eigentlich gehören wir dort hin, wo wir Gott häufig heransetzen. Aber Gott hat alle Schuld, die eigentlich uns zusteht, auf sich selber genommen, als Kreuz genommen, wo Jesus Christus unschuldig für uns gestorben ist. Wir stehen jetzt vor einem Problem, du und ich. Wir wissen, das Leid sollte in dieser Welt keinen Platz haben. Es ist nicht so, wie es Gott mal gedacht hat für uns. Wir wissen aber auch, dass du und ich auf der Anklagebank sitzen. Dass wir mit unseren eigenen Entscheidungen tagtäglich auch ganz viel Leid verursachen. Und wir haben entdeckt und erkannt, dass wir unfähig sind, die Welt zu befreien von dem Leid. Und genau da setzt Jesus Christus ein. Jesus Christus ist unschuldig am Kreuz auf Golgatha vor über 2000 Jahren für uns gestorben. Er stellt die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wieder her. Nur er kann das machen. Und wir stehen jetzt vor dieser Entscheidung, die wir selber treffen dürfen. Nehmen wir das Geschenk an und treten wir in die Beziehung wieder rein. In die Beziehung, die Gott für uns seit Anfang an parat hat. Jesus Christus stellt sich aber auch den trauernden und den leidenden Menschen in dieser Welt zur Seite. Und Jesus Christus schaut voran und verheißt uns eine neue Welt, in der es kein Leid mehr gibt. Und da möchte ich euch vorlesen aus Offenbarung 21, Vers 4, vom letzten Buch der Bibel. Dort steht: Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Wir können das Leid in dieser Welt nicht wegdiskutieren. Es wird uns in unserem Alltag immer wieder begegnen. Doch die Frage, Gott, warum lässt du das zu, ändert sich mit dem Blick auf Jesus, mit dem Blick in die Bibel, hin zu dieser Frage, wie gehe ich mit meiner eigenen Willensentscheidung um, mit meinem eigenen freien Willen um? Und was für Entscheidungen treffe ich jeden Tag in meinem eigenen kleinen Königreich?